Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Profiler oder der Profiler. 25. Juli 1974. Wir machen mal weiter. Deckard, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir haben den Bruder des Selbstmörders aus der Regent Street gefunden. Aber der ist ebenfalls tot. Okay. Eigentlich das hier, das zählt nicht, alles klar. So, wo ist der Fall mit dem, dass er ebenfalls ist? Ne, das ist er nicht. Das hier vielleicht? Sie machen wohl Witze, Deck. Naja, ist wieder so eine Leiche. Die hatten wir schon mal. Wir haben ihn außerdem in einem Bigfoot-Motel gefunden. Was für ein Zufall. Tja. Okay. Anzug, auch hier ist ein Anzug. Breaking News. Ein Handtuch, hä? Schuhe. Eine Karte. Eine Leiche, soll erstmal verschwinden lassen. Aktenkoffer, also irgendwie habe ich da ein Déjà-vu. Das ist doch das Ähnliche, da sind auch Tabletten, der Fall. Ein Becher. Ein Foto. Terminkalender. Eine Uhr. Ja gut, das ist Standardeinrichtung im Zimmer. Eine Uhr. Die auch. So, hier ist aber ein Spiegel. Da ist irgendwas dagegen. Zeitung. Warum ist es genau identisch? Auch hier ist eine Rechnung. Medikamente. Okay, Alkohol, Erhängen, Schusswaffe, übermäßig Genuss von Beruhigungsmitteln. Wie lautet die Todesursache? Auch hier sind es Medikamente gewesen, eindeutig. Alles identisch und das ist sehr merkwürdig einfach nur, ne? Ja. Der Gerichtsmediziner sagt, der Tod ist vor 4 Tagen eingetreten. Anscheinend haben sich beide am gleichen Tag das Leben genommen. In einem ähnlichen Motel, das ist ziemlich merkwürdig. Ganz und gar nicht, Frau Black. Das kann vorkommen. Ach ja, echt jetzt? Sie wissen ja, was man über Zwillinge sagt. Ah, darum sah die Leiche auch gleich aus. Also ich finde das sehr verdächtig. Können Sie mir die Fotos zu den beiden Fällen auf den Schreibtisch legen? Juli 1974. Alles ruhig, heute machen wir mal Pause. Ach ja, Sie haben Post. Ich habe Ihnen auch die Fotos, die Sie sich ansehen wollten, auf den Schreibtisch gelegt. Danke, Deck. So, okay, da haben wir noch einen Brief. Das sind die Fotos, da können wir bei den Fälschen spielen wahrscheinlich. What's the difference between the Gemini oder Gemini, wie man das auch spricht? Worin unterscheiden sich die Zwillinge? Das ist die gleiche Unterschrift wie auf dem ersten Brief. Könnte es sein, dass wir es nicht mit einem doppelten Selbstmord, sondern mit einem Doppelmord zu tun haben? Ich muss diese Fotos miteinander vergleichen. Ja, das... schon Selbstmord, würde ich sagen. Aber, So, die Fotos. Diese anonyme Botschaft lässt darauf schließen, dass es sich um die Morde nicht um Selbstmord handelt. Schauen wir uns die Bilder, die wir Deckard gegeben hat, mal genau an. Und da habe ich gerade die falsche Stimmlage genommen. So, 19 Unterschiede. Naja, gut, die Bilder sind schon mal nicht gleich, aber... Und es ist ja ein Becher und eine Tasse. Ja, ach so, das ist egal, was man anklickt. Die Karte ist gleich. Da liegt ein Geldbündel und kein Schlüsselbund. Dann... die Postkarte war... Und das war hier ein Bild, oder? Dann die Rechnung war ja gleich.
Das Handtuch war gleich. Tabletten, ja, wobei das war hier eine Dose, ob das der Unterschied ist. Ja, okay. Die liegen auch übrigens gleich da, ja, also von der Leichenstellung. Im Fernsehen lief da Breaking News und da was anderes oder gar nichts. Der Spiegel war beim einen ganz und hier nicht. So, was ist das hier? Das gibt's da nicht, okay. Da ist nur ein Bild. Da sind zwei. Da ist kein Rauchmelder im Zimmer. Da oben, ja. So, Lüftungsgitter. Das ist hier nämlich nicht vorhanden. Wobei das jetzt nicht so tragisch ist, oder? Das Fenster hier ist der Vorhang zu und hier nicht. So, die Schuhe sind auch. Ja, ja, die Karte stimmt. Können wir da eigentlich Rauch reinzoomen? Ja, können wir tatsächlich. Die Frage ist, warum ist jetzt eigentlich da oben ein Kringel und bei der anderen Stelle nicht? Warte mal, in der Tür ist ein anderes Bild. Ja, ich wollte nur gucken, ob man da nochmal hinklicken kann. Was ist das hier? Ne, das ist nichts, okay. Das ist der Halter vom Fernsehen. 7 Unterschiede brauchen wir tatsächlich noch. Ah ja, der hat Socken an, der andere nicht. Der hat nackte Füße. Warte mal. Der hat ein anderes Hemd an hier. Was die Zwillingstheorie jetzt hier nicht ganz unterstützen würde. So, 5 Unterschiede. Ja, jetzt wird es tatsächlich langsam wieder schwieriger. Ich meine, die Zeitung ist tatsächlich gleich, der Aktenkoffer ist gleich. Der Terminkalender ist gleich, die Uhr ist gleich. Gut, höchstens die Uhrzeit, aber das kann man nicht nachprüfen, das kann man nicht sehen. Die Hände sind gleich, oder? Ah, warte mal, hier ist der Stuhl anders. Ja. Das ist ein ganz anderer Stuhl. Das hier sehen wir gar nicht im anderen Bild. Ja gut, das zählt nicht. Das ist halt, ja, weil das Fenster da zugezogen ist. Beim anderen. Warte mal, am Anzug gibt es da noch irgendwas? Oh Mann, noch 4 Unterscheidungen. Warte mal, hat der eine Schnorres oder nicht? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Da war noch was falsch. Das hat aber nicht markiert jetzt. Da sieht die Rechnung anders aus, oder? Ja. Die eine ist in der Schublade und hier eben nicht. Und die Hand. Die Hand ist gleich, würde ich sagen, oder? Ja. Da ist kein Unterschied. Was ist denn da?
Da liegt doch was unterm Sessel, oder? Nee. Das Handtuch. Ach, die Zeitung, das sieht nicht ganz genau aus. Okay, ja, ich hätte jetzt gedacht, wegen der Perspektive vielleicht. Ein Unterschied haben wir noch. Was ist denn der letzte Unterschied? Es wird wohl nicht das Bett selber sein oder so, die Matratze oder... Keine Ahnung. Nee, ist es nicht. Was mit der Terminkalender? Nee, auch nicht. Ist nicht der Unterschied. Das hätte ja sein können. Ja, wie gesagt, das hier, was da am Fenster steht, das sehen wir ja auf dem Ding nicht. Deswegen ist es kein Fehler jetzt in dem Sinn. Das Telefon. Was ist denn da? Steht hier noch ein Fläschle oder was? Nee, doch nicht. Ich weiß es nicht, ich hol mal einen Hinweis. Die Lampe? Ach so. Ja, da fehlt die Lampe tatsächlich. All diese Gegenstände sind von uns begutachtet worden. Okay. Mal abgesehen von diesem Luftschachtdeck. Wir müssen zum Hotel zurück. Zum Motel. So, okay. Und was in dem Brief drin steht, würde ich halt mal gern wissen. Das können wir aber nicht lesen. So, weiter. Wir gehen halt auf die Karte. Ja. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Luftschlitz. NY, okay. Alles ist voller Spinnweben. Okay, erstmal hier wieder abstauben sozusagen. Die Spinnen wegmachen, die Spinnweben. Was ist das? Ih, das sind die Spinnen. Ich hasse Spinnen. Git. Nee, Schaben, okay. Schaben? Igitt, ich hasse diese Viecher. 20 Schaben. Uax, ich mag auch keine Schaben. Käfer generell. Ih. So, die picken wir uns jetzt alle weg hier. Da noch einer. Naja, jetzt ist es zu dunkel tatsächlich. Dass man sie fast nicht mehr sieht. Ja, ist ja recht. Eine Schabe noch. Ich sehe die gerade echt nicht hier. Ich hätte doch einen Bildschirm heller stellen sollen. Wo ist denn hier die Schabe? Ich sehe die echt nicht. Da ist nur halt so ein Origami-Vogel. Hier? Okay. Aus Papier gefalteter Vogel. Eine Papierhenne. Das ist eine Botschaft. Mist, Mrs. Black, Sie hatten recht. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Doppelmord. Und der Mörder ist wahrscheinlich auch derjenige, der diese Botschaften verfasst hat. Okay. Ja, aber das andere Zimmer hat ja gar keinen so einen Schacht. Ich habe die neue Botschaft aus von unserem Tatverdächtigen auf ihren Schreibtisch gelegt. Aha, ein Code. Was ist das für ein Kauderwelsch? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Deck. Ich habe diese Symbole schon irgendwo gesehen, aber wo nur? Jetzt fällt es mir wieder ein, bei unseren früheren Ermittlungen. Wir müssen noch einmal an die Tatorte zurück.
Okay. Das heißt, an alle Tatorte. Ja, da gehen wir mal dahin. Ich erinnere mich, hier irgendwo sowas gesehen zu haben. So, Polizeiline wieder. 16 Graffitis, also gut. Dann machen wir hier mal alles, was hier rumsteht. Das ist ja nicht schwierig, irgendwie Schmiererei hier zu finden. So, 4 noch. Eins noch. Wo ist denn da noch eins? Zählt das hier? Nee, okay. Ist nicht. Wo ist denn hier noch ein Graffiti? Nee, doch nicht. Das hat so ausgesehen. Ja, das typische letzte Mal wieder, ne? Das typische letzte. Ich meine, das ist ein Plakat, aber das zählt nicht. Da ist zwar was drauf, aber ja. Ja gut, hier, oder? Nee. Oder? Nee, das war es ja nicht, okay. Ja, dann ziehe ich wieder einen Hinweis. Da oben. Das hätte ich für Risse gehalten. Ein Poster. Botschaft. Ja, das haben wir vorher aber noch nicht gehabt hier. Hinter dem Poster ist eine Botschaft versteckt. Wie spät ist es, Herr Wolf? So heißt ein Spiel für Kinder. Dieser Mörder treibt ein Spiel mit uns, so wie er wahrscheinlich auch mit seinen Opfern ein Spiel getrieben hat. Okay. What's the time, Mr. Wolf? NY. So, wir müssen jetzt zu allen Orten nochmal hin. Da die Bomben-Tatort hier. Hier kann ich nichts finden. Hat schon im Kofferraum der einzelnen Wagen jemand nachgesehen? Der Kofferraum von diesem Wagen ist voll. Was für ein Krempel. Okay, Pinsel. Pinsel. Kreuzschlüssel. Ist das der Kreuzschlüssel? Nö. Okay, ist er nicht. Eine Zange? Das könnte eine Zange. Nee, ist es doch nicht. Alles klar. Da ist eine Axt. Da ist der Kreuzschlüssel. Eigentlich ist es für mich ein Drehkreuz oder so. Engländer? Hä? Was ist ein Engländer? Was zur Hölle ist bitte ein Engländer? Das kenne ich nicht, sorry, aber ja, vielleicht die Bildungslücke, aber keine Ahnung. Ach, das soll ein Zirkel darstellen hier unten. Da ist die Zange. Ein Kompass? Hä? Eine Banane? Ah ja, die habe ich. Stoffe, das hier wieder. Bohrerspitze, ach das hier, das ist ein Bohrer. Dosenöffner, ach das ist der Dosenöffner, okay, ja, das ist ein komisches Blechteil. Habe ich schon mal gesehen, tatsächlich, ja. Eine Flöte. Ja, nehmen wir mal die so lang. Ein Seil. Warte mal, ein Paket. Da. Handschuh. Ein Handschuh oder zwei? Also einer, oder? Ja gut, ich sehe den gerade tatsächlich erstmal nicht. Das ist ja glaube nicht. Nee, das ist ja nicht okay. Mond, was? Dann ist es wieder Mond. Erst einmal machen wir den weg.
So, Kompass, Handschuh und Engländer. Was ist ein Engländer, bitte? Was ist das? Kompass? Das war ein Zirkel, maximal. So, Handschuh. Eine Puppe da hinten, aber... Ich sehe hier keinen Handschuh. Das ist ein Buch? Nee, das auch nicht. Was soll bitte der Engländer sein? Da ist der Handschuh, okay. Hä? Nee, weiß nicht, was ein Engländer ist. Hä? Das weiß ich tatsächlich nicht, was das war. Eine Botschaft, die hier vielleicht. Ah ja. Heiße Kartoffel. Ein neues Spiel. Die Kinder reichen einander den Ball weiter. Ja, und dieser Ball hier war besonders explosiv. Okay, dann haben wir das auch. Ja, jetzt ist tatsächlich hier alles abklappern. Wir haben hier alles überprüft. Außer vielleicht diese Mülltonne. So, ja, das ist natürlich ein guter Hinweis, ne? Notizblock. Was haben wir da noch? Ein Schuh? Schuh. Pizzakarton, der fällt mir gleich auf. Eine Puppe. Wo ist denn hier eine Puppe? Das hier? Nö. Ja, ist schon recht. Eine Puppe, ach da. Ein Push. Meint die Push-Up-BH oder was? Was ist ein Push? Altes Taschentuch, könnte das das sein? Papierknäuel. Da. Zigaretten, die schwarze Marke. Eine Zeitschrift. Schon wieder ein Apfel, aber der ist angebibbert. Ein Donut. Wo ist denn hier ein Donut? Eine Sodaflasche. Eine Zeitung. Ah, da hinten. Bananenschale. So, Brille. Die ist aber schwer zu finden, oder? Lass mal hier näher rangucken. Was ist das hier? Ach, das war der Donut. Okay. So, Push. Da ist die Brille. Okay. Was ist Push? Push the Button. Ja, das ist alles nix. Ach, Push! Oh, die Klappe. Das ist eine Botschaft. Verstecken. Dieser Typ hat Freude daran, wenn seine Opfer leiden. Er hat sein Opfer so lange verfolgt, bis es in den Brunnen gefallen ist. Okay. Auch so komische Zeichen. Was das am Ende ergibt, das möchte ich wissen. So, da waren wir jetzt. Ich weiß gerade, das war mit dem Modell oder dem Modell. Modell sag ich jetzt schon. Motel. Ja, mal dahin. Ja, da waren wir noch nicht, okay. Ja, da können wir nichts machen. Oder? Nö, da können wir tatsächlich nichts machen. Aber wir waren hier. So, dann nochmal hier auf der Straße nochmal gucken. Die Straße wurde inzwischen freigeräumt. Schauen wir mal hinter der Leitplanke nach. Ja, da kleben Bilder. Ein Rückspiegel. Ist es das da? Nee, ist es nicht okay. Zigaretten, Marienkäfer. Marienkäfer?
Ein Scheinwerfer. Das war der Rückspiegel, das sah komisch aus, eine Dose. 5 kleine Plakate. Missing, da, und das hier, das hier und das hier. Ein Skarabäus. What the fuck? Was ist denn das hier? Ist nix, okay. Ist das ein Scheinwerfer? Tatsächlich. Nummernschild. 5 Graffitis. Da haben wir da hier, da hier, da hier. Ups, da, das gilt nicht, okay. Ein Regenwurm. Ach, da haben wir einen Regenwurm, okay. Da ist der Käfer, oder? Ah, nee, das war die Ameise. Eine Flasche. Haben wir die so lang? Ein Rad. Da. Die Schnecke, wo sollten die sein? Was ist das hier? Ah, da war der Käfer. Ist das hier die Schnecke? Ja. So, Zigaretten. Die müssen doch auffällig sein. Ja, da sind noch Splitter, aber die Zigaretten. Hä? Das hier? Nö. Ich sehe sie nicht. Komm, wir machen eine Hilfe. Da, also wenn das Zigaretten waren. Aber da ist die Botschaft. So. Blind, Mann. Blufts. Blinde Kuh. Er hat seine Opfer dazu gezwungen, die Straße zu überqueren. Wahrscheinlich mit verbundenen Augen. Ich habe jetzt alle Botschaften des Mörders zusammen. Jetzt müssen wir alle entschlüsseln. Die Botschaft, die wir im Motel gefunden haben, wird mir wahrscheinlich dabei helfen, die fehlenden Puzzleteile zu finden. Gehen wir ins Büro zurück. Aber schnell. So. Hallo? Ah. 27. Juli 1974. Dieser Typ ist verrückt. Wir müssen die Botschaft entschlüsseln und ihn so schnell wie möglich finden. Ja, aber ich würde euch erstmal sagen, wir finden erstmal das Ende dieser Folge. Ich sag vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Also ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlimm oder so schlecht hier. Dafür, dass es so ein altes Durchgeklicke hier ist. Ja, es ist doch interessant. Mal schauen, was jetzt das nächste Mal hier zeigt. Da müsst ihr irgendwie dabei sein. Ihr könnt mir natürlich ein Like und einen Kommentar hinterlassen, ne? Wer der Mörder war. Nee, wissen wir noch nicht. Also, ja. Ich sag dann Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.